Großbrand in Essen. In einer Firma für Grillanzünder und Grillkohle brach in der Nacht zu Sonntag ein Feuer aus. Verletzt wurde bisher niemand. Die Flammen bereiteten den Einsatzkräften allerdings erhebliche Probleme, da sie sich rasend schnell ausbreiteten. Wir wissen alle aus dem täglichen Gebrauch, dass ein Grillanzünder natürlich die Aufgabe hat, ein Feuer in die Gänge zu bringen und dazu beiträgt, dass wir auch eine Grillkohle sehr schnell entzünden. Hier sieht es so aus, dass natürlich wir gegen diese eigentliche Aufgabe ankämpfen müssen. Und da hat es das Feuer in der Tat schon etwas schwerer gemacht und vor doch einige Herausforderungen gestellt. Durch den Vollbrand stürzten die Seitenteile und das gesamte Dach des Gebäudes ein. Die Polizei rechnet mit einem hohen Schaden. Genaueres zur Summe und Brandursache müssen jetzt die Ermittler klären.